Hallo liebe Leute, heute möchte ich eine Entspannungsübung vorstellen, vielleicht auch eine kleine Meditation schon. Und zwar ist das die Selbstversenkung. Die Selbstversenkung sollten wir im Anschluss an unser tägliches Yoga-Programm, an unsere Asanas und Pranayamas üben. Es dient zur Vertiefung und auch zur Vorbereitung auf weitere Meditation, sofern wir das möchten. So, wie geht das? Selbstversenkung. Wir setzen uns in den Lotussitz. Der Rücken ist gerade. Unser Blick bzw. unser innerer Blick ist auf den Bauchnabel gerichtet. Der Atem geht ruhig und unbeeinflusst von unserem Willen, aber tief in den Bauch. Um uns nach den anstrengenden Yoga-Übungen etwas zu beruhigen, können wir damit anfangen, unsere Atemzüge mitzuzählen. Und zwar, wenn wir einatmen, 1, wenn wir ausatmen, 2, wenn wir einatmen, 3, wenn wir ausatmen, 4, dann bis 10 und dann wieder von vorne 1, 2, 3 mal durchzählen, bis wir innerlich entspannt sind, ruhig sind und vor allem frei von Gedanken. Unser Bewusstsein halten wir tunlichst im Herzen. Gewöhnlich haben wir unser Bewusstsein ja im Kopf. Wir denken, wir sind Augenmenschen, manche sind Ohrenmenschen, manche riechen gut, aber wir haben das Bewusstsein gewöhnlich im Kopf, in der einen oder anderen Region, schwerpunktmäßig. Und bei dieser Übung, bei vielen anderen, gehen wir mit dem Bewusstsein ins Herz und vermeiden jeden Gedanken. Wir kommen also innerlich zur Ruhe. Wir versuchen nicht mehr zu denken und wir meditieren auf Stille. Das können wir 5 bis 10 Minuten üben, natürlich auch mehr, jeden Tag. Es dient eben zur Entspannung nach den täglichen Asanas, zur geistigen Konzentration, die es auch sicher steigert, die Konzentration auf einen Gedanken bzw. auf gar keinen Gedanken. Und indem wir nicht denken, nicht handeln, speichern wir Kraft, speichern wir Energie in uns. Es gibt das schöne Bild vom Staudamm, der einen kleinen Fluss speichert in einem Tal. Es wird eine Mauer gebaut. Dieser kleine Fluss staut sich langsam, langsam auf. Vorne das ewige Plappern mit sich selber, die ewigen Gedanken werden abgestellt. Das ist die Staumauer. Und der See staut sich, staut sich, staut sich immer höher. Und wenn wir dann Energie brauchen, so lassen wir einfach ein Schleusentor hoch und haben jede Menge Kraft. Also noch einmal alles zusammen. Wir sitzen im Lotussitz. Der Rücken ist gerade, nicht zu gerade, aber gerade. Unser Blick bzw. unser innerer Blick ist auf den Bauchnabel gerichtet. Der Atem geht ruhig und unbeeinflusst tief in den Bauch. Wir können anfangs zählen, einatmen 10, einatmen 1, ausatmen 2, einatmen 3, ausatmen 4, Stille, einatmen 5 und so weiter bis 10.
Das Bewusstsein halten wir im Herzen, dann lassen wir auch das Zählen sein, meditieren auf Stille. Wenn wir das tun, auf die Stille meditieren, einfach ruhig sind, keine Gedanken mehr haben, die uns von der Außenwelt oder auch von der Innenwelt abschotten, dann hören wir erst noch die Umweltgeräusche. Und wenn wir das quasi abschalten, hören wir ein, ja, vielleicht ist das das Zirkulieren des Blutes in den Ohren. Ich nenne es immer Planetenrauschen oder Sternenrauschen, wie ein leichter, vielfältiger Tinnitus von, naja, Vibration, weißes Rauschen quasi. Wenn wir auch hinter das weiße Rauschen gehen, dann haben wir die Stille. Wir konzentrieren uns aufs Herz, lassen den Fluss, den Stausee füllen und sind dabei voll wach, aber ganz entspannt. Stille. So, wie gesagt, 5 bis 10 Minuten nach jeder Trainingseinheit täglich hilft viel. Das war's für heute mit der Selbstversenkung. Bis zum nächsten Mal, euer Janje. Tschüss.